Es wäre Aufgabe der Staatsregierung gewesen, die Potenziale für Klimaschutz und Energieeinsparung im Wärmebereich zu evaluieren und dann zielgerichtet anzugehen. Sie hat dort aber in der letzten Legislatur komplette Arbeitsverweigerung betrieben. Deshalb haben wir diese Studie in Auftrag gegeben und durchgeführt und wollen auf unserem Klimakongress auch über diese Ergebnisse informieren. Eines der wichtigsten Ergebnisse dieser Studie ist, um hier wirksam Klimaschutz zu betreiben, reicht das derzeitige Tempo in der energetischen Sanierung der Gebäude und in der Energieeinsparung im Wärmebereich keineswegs aus. Wenn heute im Wärmebereich jemand ein gutes Projekt hat, er möchte einsparen oder einen neuen Kessel oder ein neues Fenster installieren, wo ganz klar ist, der Installationsfirma sagt ihm, du wirst x Kilowattstunden gegenüber dem bisherigen Bedarf einsparen. Das ist eine Einsparung von y Euro pro Jahr, die man dort hat. Dann kann man damit heute nicht zur Bank gehen und sagen, ich hätte gerne eine Finanzierung für dieses Vorhaben. Das ist zwar ein überschaubares Vorhaben, es ist ein Vorhaben, das sich rechnet, es ist ein Vorhaben, das mir so und so viel 1000 Euro pro Jahr einspart. Und aus dieser Einsparung könnte ich locker das Darlehen bezahlen. Der Banker wird sagen, wer garantiert mir das? Wir würden die Kreditklemme an dieser Stelle bei Investitionen im Wärmebereich schlagartig lösen, weil aus Sicht der Banken, der finanzierenden Banken, die solche Maßnahmen finanzieren sollten, das Risiko signifikant reduziert wäre. Das Risiko wäre ähnlich gering dann wie bei Investitionen im Solarbereich. Und im Solarbereich hat es bekanntermaßen hervorragend funktioniert. Ein zweiter Vorschlag, den wir gern diskutieren wollen, ist von Seiten des Freistaates fachliche und finanzielle Unterstützung sächsischer Kommunen zu liefern bei der Aufstellung kommunaler Wärmenutzungspläne. Das ist also auch wieder eine Maßnahme, mit der man sehr schnell regionale Potenziale heben kann, durch bessere Verteilung von Wärmeüberschüssen, ohne dass man dort signifikant zusätzliche Maßnahmen machen muss.